So, gucken wir, dass wir noch ein bisschen Eis mitnehmen. Um ein bisschen, ja, den Tank zu füllen. Er will weg. Aber er kommt nicht. So. Noch ein bisschen reinpacken. Machen wir hier. So. Ja, jetzt müssen wir einen Connector dran bauen. Denn ich möchte die Sachen aus unserem großen Schiff in das kleine Schiff laden. Und das macht man über so Konnektoren. Im Prinzip geht man hin und baut genauso einen Rüssel wie hier an das kleine Schiff dran und dann kann man die verbinden. Das Problem wird einfach sein, dass wir, ja, mal gucken müssen, wie wir das einfach machen. Also ich würde sagen, ich würde es hier links dran machen. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, das ist das Einfachste. Ich könnte es auch, ja doch, ich mache es hier dran. Sollte reichen. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. So. Gucken, wie viel ich jetzt im Inventar habe. Das Inventar ist jetzt nicht so voll. Okay. Small Steel Tube und Construction fehlt uns noch. Das kriegen wir hin. Das ist das kleinste Übel. Das ist ja immer nur Eisen eigentlich. Also es ist keine, ja weiß ich nicht, seltene Ressource. Die kriegt man überall her. Wir haben ja so eine Riesenquelle direkt vor uns. Nur, ja, man muss es produzieren. Habe ich ja eigentlich auch nicht mal in der Tasche drin. Ja. Ach komm, machen wir einfach. So, da ist der Rüssel fertig. Jetzt ist das die Rüsselmaschine, hat quasi mehr Rüssel. Und ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Jetzt muss ich irgendwie andocken hier. Oh, Dampfnutzer sind aus. Das Ding geht auch ab, ne? Hat ja den Hydrogen-Antrieb, der ist extrem stark. Verbraucht natürlich auch relativ schnell den Sprit. So, ich glaube, ich hätte das oben nicht dran bauen können an dem Hydrogen. Ich glaube nicht, dass der Tank als Conveyor-System gilt. Bin ich mir aber auch nicht so sicher, ehrlich gesagt. Können wir auch nochmal ausprobieren. So, ein bisschen vor noch, ein bisschen vor noch und... Und... Oh. Aus der Perspektive sah das ganz anders aus. Interstellar muss ich noch ein bisschen üben. Oh, so. Da haben wir gedockt. Sehr schön. Einmal P drücken und das Ganze hält. Jetzt können wir aussteigen und das Ding ist verbunden. Das sieht dann so aus hier. Wenn das grün ist, hat das eine vernünftige Verbindung. Gelb heißt, das ist schon mal in diesem Force Field, sage ich jetzt mal. Und das ist auch schon gut. Das heißt, man hat schon gut angedockt. Aber da kann immer noch was passieren. Man kann auch einfach wegfliegen davon. Es gibt auch noch blau, glaube ich. Das ist eine Art Autodock. Was wir jetzt machen können, auf jeden Fall, steigen wir mal ein. Und jetzt kann ich einfach, ohne das im Inventar hin und her zu schieben, kann ich hier, das ist der Container aus unserem großen Schiff, kann ich das einfach hier in den Connector schieben und der Connector ist verbunden mit dem Large Container und zack, ist es in unserem Schiff. Da ist übrigens dieses blaue Feld, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das war, ehrlich gesagt. Also, gelb heißt, es ist im Feld drin. Mal gucken. Ich mach mal so, P einmal drücken, zweimal. Ah ja, P, das ist immer noch verbunden jetzt, aber ich kann automatisch lösen, ohne dass ich eine Taste noch dazu drücke. Ist auch ganz cool manchmal. Einfach, wenn man ein Schnelldock-System haben will. Ja, jetzt haben wir was hier drin. Jetzt müssen wir einmal kurz gucken. Ich hoffe, müssen wir mal gucken, ist das verbunden mit dem Cockpit? Das geht hier durch. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt müssen wir mal gucken, der Container. Und das geht dann in den Welder. Der Welder ist grau aus irgendeinem Grund. Ich hoffe, er zieht sich das selber raus. Sonst müssen wir das Ganze nochmal überarbeiten. Denn ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe hier diese Tanks reingebaut. Und die, glaube ich, zählen nicht als Connector-System. Das heißt, die müssen unabhängig gebaut werden. Weil die halt nicht durchverbinden, ne? Das heißt, wir müssen das Schiff gleich nochmal umbauen. Wäre aber nicht so schlimm. Haben wir wieder was dazugelernt. Und ich würde sagen, dann machen wir das so, dass diese hier mit drei verbunden sind. Und eine Leitung geht dann quasi hier zu dem Cargo-Container. Und dann sollte das Ganze funktionieren. Wisst ihr was, das machen wir sofort. Ich glaube, das wird nämlich der Fall sein. Das wird jetzt eh nicht funktionieren so. Das heißt, ich baue jetzt nochmal hier einen dran. Hauptsache, das Schiff wird nicht zu schwer. Aber ich glaube, wir haben so viel Bums mit dem Hydrogen-Antrieb hier, dass das eh egal ist momentan. So. Und dann noch einen. Ach, sogar genug Zeug dabei. Das ist echt gut. So, jetzt sind die natürlich nicht verbunden.
das machen wir, indem wir erstmal ein paar Trägerblocks setzen. Das sind Trägerblöcke, die sehen jetzt einfach aus wie normale Blöcke. Haben aber den Hintergrund, dass die gleich alles hier zusammenhalten. Denn wir müssen jetzt hier ein Conveyor-System bauen. Und zwar machen wir das so, dass wir hier den großen Anschluss... Jetzt muss ich mal gucken, wie ist das denn hier? So, so müsste das richtig sein. Wenn nicht, schade drum. Nee, das klappt schon. So, Trägerblock heißt, ich kann jetzt den hier absägen. Ohne dass was passiert. Hätte ich den jetzt hier abgesägt und nicht diese Blöckchen dran gebaut, hätte es sein können, dass das Ding abfällt. Wobei, ja doch, ich weiß jetzt nicht, ob das hier mit der Turbine verbunden ist, das hier unten, ob das zählt. Aber wir machen das einfach mal so. Ist egal. Machen wir einfach mal so. Das ist jetzt auch nicht das schönste Ding, muss ich ehrlich sagen. Also der Flieger wird einfach nur, ja, so, dass es halt funktioniert, ne? Muss ich mal gucken, das ist auch mal so blöd. Ich weiß nicht, wie die Blöcke aussehen, ehrlich gesagt. Wir haben einen Ausgang. Also die beiden Seiten sind auf jeden Fall mit kleinen. Machen wir das so. Dann machen wir noch einen dran. Oh, Construction fehlt uns. Zum Glück haben wir ja genug da, ne? So, Construction haben wir wo? Da. Genug. Eine ganze Großfamilie. Das ist echt Frankensteins Monster, mein Chef, ne? Guckt euch das mal an. Aber hey, es funktioniert. Ich glaube, das haben wir jetzt falsch gebaut, oder? Nee, doch, klar. Das ist nicht richtig. Und auch das müssen wir anders bauen. Wir müssen das so bauen, dass diese Anschlüsse nach oben zeigen. So müsste das richtig sein. Gucken. Ja. So, dann haben wir die drei verbunden und jetzt können wir nämlich ganz locker, easy peasy, auf das andere gehen. Jetzt muss ich mal gucken, gibt es bei den Konnektoren eigentlich... wie heißt das? Conveyor? Gibt es da so, ja, Verbinder, die aufs Große verbinden? Conveyor Frames, das glaube ich nicht. Small Conveyor. Sorter, ist auch nicht schlecht. Tube. Connector. Conveyor Junction. Ist das Junction vielleicht? Ich glaube, das ist Junction. Ja, genau, das machen wir hier auch dran. Dann sparen wir uns, glaube ich, ein bisschen Materialkosten. Oder wir machen einfach eine große Verbindung. Ist ja nicht schlimm. Materialien haben wir ja genug. Machen wir erstmal hier so ein Stück hier dran. Ja, da geht schon los. Interior Plate brauchen wir jetzt ordentlich. Ich packe auch noch mal ein paar Motoren und so ein. So, Interior haben wir hier. Das haben wir... Computer haben wir nicht mehr so viel. Ich weiß nicht mal, ob wir Computer dafür brauchen. Probieren wir einfach mal so aus. Wird schon schief gehen, ne? Ne, brauchen wir nicht mal. Sehr gut. So, dann machen wir eine Gerade. Das ist jetzt auch so konstruiert, dass wir natürlich jetzt ein bisschen... Ja, es ist ein bisschen blöd. Weil wir jetzt hier unter... Ah, Small City Cube fehlt. Unter unserem Solar Panel gehen. Ich glaube, es passt nicht mal so. Das heißt, wir müssen noch eins nach unten. Kann echt schlecht erkennen, was das ist, ey. Also ich fand das alte Bausystem ein bisschen besser. Kann es auch nicht erklären, warum, aber irgendwie kam ich da besser mit klar. Was in der Alpha war oder so. Ich glaube, das ist jetzt Beta, das Spiel. Und Alpha hatten die ein anderes Bausystem. Da konnte man von vornherein sagen, ich möchte ein kleines Schiff. Und dann hat man so Fuß gesetzt, der sofort festgeankert war. Und man konnte sofort losbauen. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so. Das ist sehr, sehr schade, finde ich. Aber nun gut, jetzt kann man aus jedem Grid, also jedem, ja, Teil kann man dann halt ein Schiff bauen. Wenn man nur so einen Block im Weltall rumfliegen hat, dann kann man daraus ein Schiff bauen. Das funktioniert dann. Naja. So.
Upsa, das wollte ich nicht. Also irgendwie ist das versetzt, aus irgendeinem Grund. Das heißt, jetzt kommt der Trick 17. tja, wie machen wir das jetzt? Oh Gott. Warum ist das überhaupt versetzt? Wahrscheinlich, weil der Container größer ist als... Ja, super. Der Container ist größer als der Driller. Also, machen wir es nochmal rückgängig. So, das heißt, wir müssen ein von hier bauen, von unten wahrscheinlich. Ach, das ist sogar super, so gut hier. Pass auf, jetzt kommt's. Ja. Muss ich die kleinen nehmen hier. Die sind wieder interessanterweise extra. Nehmen wir hier. So. Der geht ab, pass auf. Den packen wir jetzt hier dran. Und dann gehen wir ein bisschen rüber. So, den Landefuß mache ich eh ab. Den brauchen wir eh nicht mehr. So wirklich. Das kommt daher, weil wir, zeige ich euch gleich, einen großen Cargo hier haben und der ein bisschen größer ist von den Maßen her als diese kleinen, die großen Steel Tubes hier, die Conveyor-Systeme. Und deswegen ist das so ein bisschen abstehend, deswegen connectet das nicht richtig. Dann hätten wir mit so Adaptern und so arbeiten müssen, das wäre wieder scheiße gewesen. Deswegen machen wir es einfach so mit dem kleinen und das reicht vollkommen. Also es ist egal, wie das connected ist, Hauptsache es ist connected. Und das bietet sich doch an, wenn wir so kleine Dinger haben. Die kosten auch voll wenig Materialien, von daher super. So, das große können wir abbauen. Das packe ich jetzt erstmal hier rein. So. Und dann haben wir es. Wir sehen, das Ding leuchtet grün. Der mittlere ist verbunden, aber die anderen sind ja mit dem mittleren verbunden, deswegen läuft halt alles. Und, wir probieren es einfach mal aus, würde ich sagen. Wir haben jetzt, ja, wir können jetzt einfach mal ein paar Seed Plates rausnehmen. Nehmen wir eine Handvoll, ne, 200 oder so. Ist jetzt einfach nur mal, um das zu testen. Und dann gehen wir mal hin und machen hier diese Mauer zu. So. Oh, das sind die falschen Blöcke. Da, Light Armor Block, das ist der ganz normale Standardblock. Empfiehlt sich mit dem zu bauen, weil der am wenigsten Performance frisst. Und das ist halt immer ganz gut. Gerade bei so einem Spiel. Das eh schon ein bisschen schlecht nicht, aber instabil läuft. So. Die Reihe brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Die machen wir weg. Hier schon. So, mal gucken, ob das jetzt so klappt. Da bin ich mal gespannt. Jetzt nehmen wir hier unsere Biene. Sonst hinein. Wählen den Welder aus. Und ab geht die Luzi. Gucken, ob er schon was reinzieht automatisch. Normalerweise müssen wir jetzt mal gucken. Hat er noch nicht, aber das macht er wahrscheinlich automatisch gleich. Und wir stellen uns jetzt hier vor. Und mal gucken, ob das so klappt. Okay, ein kleines Problem gibt es noch. Da müssen wir mal gucken. Das sind die Welder hier. Ah, die sind aus. Hat. Okay. Irgendwas ist jetzt hier noch problematisch. In den Connector gehen die? What? Okay, das ist jetzt ein bisschen komisch. Die Verbindung steht.
Ja, das ist so wieder typisch Space für mich. Das jetzt der Problemursache suchen. Ja, ich kann sie auch nicht in die Welder ziehen. Warum kann ich die nicht in die Welder ziehen? Es ist verbunden. Hier haben wir Conveyor. Die sind auch schön hier dran. Ich mach das Ding ab. Ich hab jetzt hier ein Problem. What? Die bauen den selber auf? Okay. Hm. Eigentlich ist ja alles in Ordnung. Das ist aber komisch. Die haben ja jetzt auch selber die Rohstoffe rausgezogen. Ah, nee, oder? Da haben die gerade geholfen sogar. Okay. Was ist denn das Problem? Wir haben hier so viele Plates. Gucken wir mal, was der Cargo-Container sagt. Ist auch richtig. Hm. Das ist mega merkwürdig. Das ist echt komisch. Warum macht er das jetzt nicht? Fahren wir nochmal zurück. Well, dann mache ich jetzt erstmal aus. Warum ziehen die das nicht raus? Das muss irgendeinen Grund haben. Sind die hier nicht connected? Aber das, doch, das müssen die. Mit Sicherheit connected. Oh je, oh je. Die sind mit dem Kleinen connected. Vielleicht müssen wir hier noch... Müssen wir hier noch connecten? Das wäre ein Ding, aber das glaube ich gar nicht. Dann müsste der mittlere ja funktionieren. Das wäre ja Quatsch. So. Also ganz ehrlich, normalerweise müsste das Ding so laufen. Das ist wieder komisch hier. Nö. Er will nicht. Eigentlich ist alles okay hier. Mal gucken. Hält man das? Was soll das denn heißen? Ich kann auch in die Wälder nicht reinziehen. Das ist echt komisch. Es ist, als ob der Large Container nicht mit denen connected wäre. Okay, dann machen wir noch ein anderes Experiment. Ja. Wir müssen einfach mal lernen, wie das Spiel funktioniert, ne? Was machen wir jetzt? Also grundsätzlich haben wir einen Fehler gemacht, dass wir das hier mit denen verbunden haben. Ich glaube, wir müssen das Schiff nochmal halb auseinandernehmen. So funktioniert das nämlich nicht. Also normalerweise müsste ich jetzt hier auch in der Lage sein, wenn ich hier die Tubes habe, die einfach in den Welder zu ziehen. Ich kann die aber nur in den Connector ziehen und der kann die auch nicht in den Welder ziehen. Deswegen würde ich einfach mal behaupten, dass die Welder nicht connected sind mit dem Container. Und das liegt vielleicht daran, dass der mit dem großen connected sein muss. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber das können wir ja leicht testen. Das können wir ja mega leicht testen. Ich kann einfach mal einen Container nehmen. Brauchen wir ein paar Interior Plates und dann sehen wir ja, ob das so sein muss. Okay, dann müssen wir nämlich das Schiff umbauen. Ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben ja alle Ressourcen da, wir verlieren ja nichts. Aber wir wissen auf jeden Fall, woran es liegt. Das ist jetzt der große, glaube ich. Naja, es ist jetzt für die... ja gut. Jetzt einmal kurz Orientierung verloren. So, hier. Müssen wir einmal hier dran bauen. Mal gucken, ob das so klappt. Einfach mal so dran klatschen, ne? Nochmal abbauen, müssen ihn einmal drehen. So. Ich hoffe, das ist so richtig.
Computer und Display brauchen wir. Wobei, ich glaube, Display brauchen wir nicht mal so dringend. Und Computer haben wir nicht. Ich mach mal ein paar Computer fertig. Ja, so viele nicht, aber mal 100 machen wir mal. So. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze funktioniert, wenn wir das direkt connected haben. Dann kann es sein, dass das mit dem kleinen Conveyor-System nicht funktioniert. Das kann alles sein. Ich sehe auch gerade hier wieder... Nee, ist eigentlich richtig connected, oder? Ich weiß es nicht. Ich baue es lieber nochmal ab. So müsste es richtig sein. Ich kann leider auch nicht sehen, wie die Ausgänge sind. Jetzt haben wir unten und oben, aber ich meine, an der Seite wäre jetzt auch einer gewesen. Von daher, wir probieren es einfach mal aus. Das heißt, wir gehen jetzt hin und nehmen aus dem Container, nehmen wir ein paar Steelplates, ist ja egal wie viele, einfach nur mal zum Ausprobieren. So, hier rein. Mal gucken. Und jetzt sind die mit dem Welder connected, okay. Also, es scheint hier ein Problem zu geben, dass man, ja, im Prinzip nicht das Ding mit dem, also die großen Dinger nicht mit den kleinen Konnektoren verbinden kann aus irgendeinem Grund, obwohl die grün anzeigen. Warum das so ist, weiß ich leider nicht. Es ist auch neu. Ich meine, auch damals war das so, was man mit den kleinen machen konnte. Haben die anscheinend geändert? Okay. Können sie gerne machen. Ist ja nicht so schlimm. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mit den großen arbeiten. Das heißt, wir haben auch wieder mehr oder weniger dazugelernt, dass wir erst, ich würde sagen, die Tools bauen, dann die Cargos und dann vielleicht erst das Hydrogen-System separat machen oder erst das Hydrogen und dann erst die Tools. Also auf keinen Fall beides mixen, denn das geht nicht gut. Wie ihr seht, ich habe hier diese Tanks drin, die Oxygen-Tanks. Die machen auch Probleme, die ja leiten einfach nicht durch. Das ist einfach nur, um Oxygen zu speichern und gilt nicht als Conveyor-System, auch wenn es so aussieht. Das heißt, wenn ich jetzt hier dran gehe und das schweißen will, macht das immer noch nicht. Muss er aber. Ah, Moment, das haben wir gleich. Hatte ich die rausgenommen? Nee. Ach so, ja, richtig, genau. Ich muss jetzt hingehen. Das kann auch nicht sein, dass ich die jetzt selber da reinpacken muss. Das ist ja. Ach, da hatte ich. Ja, müssen wir die hier reinpacken. Genau. So. Und jetzt macht er das. Und dann geht das mega schnell. Seht ihr, wie schnell das geht? Und so baut man ein ganzes Schiff zusammen. Auf jeden Fall haben wir das Ding jetzt schon mal fertig soweit. Das ist schon mal gut. Wir wissen auf jeden Fall, wie das funktioniert. Oh ja, das ist unser kleines erstes Bauschiff. Aber ich würde sagen, ich baue das jetzt mal eben noch ein bisschen um, oder? Also, das kann ich doch nicht so lassen, oder? Wir können ja mal ein bisschen drillen gleich. Und dann haben wir noch ein bisschen Eisen. Ich glaube, Eisen haben wir eh genug momentan. Das haben wir nämlich hier, das System, das gleiche, was wir vorher in der vorherigen Folge gebaut haben. Wahrscheinlich vorherige Folge, ich nehme das gerade am Stück aus, deswegen weiß ich nicht, ob das die vorherige ist oder... Aber gut, es wird wahrscheinlich eine vorherige Folge sein, haben wir dieses Ding hier gebaut. Und ich denke mal, das war ja eigentlich ganz locker, ne? Da haben wir das einfach verbunden und fertig ist das. Das heißt, es funktioniert. Nur, die hier funktionieren nicht mit dem kleinen System. Aber ich frage mich dann, wofür ist das kleine System gedacht? Wahrscheinlich ist das kleine Conveyor-System nur für Maschinengewehre und so gedacht, für kleine Waffen vielleicht. Ich gucke nochmal, Conveyor klein. Es steht auch nicht dran, das ist das Schlimme. Es steht nicht dran. Wir haben auch NASA-Conveyor-System übrigens. Das ist eine kleine Mod, die ich mir installiert habe, weil ich die sehr, sehr cool finde. Aber nun gut, das lassen wir erstmal so. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weiterbauen, setzen wir mal ein paar Steelplates und bauen uns ja, unser Schiff erstmal fertig so ein bisschen. Wir produzieren auf jeden Fall noch ein paar Steelplates. Die brauchen wir nämlich jetzt in Massen. Steelplates haben wir hier. Ich baue mal direkt, weiß ich nicht, 5000. Das wird schon reichen. Denn bevor wir das Ding hier weitermachen, hier, würde ich sagen, müssen wir das echt umbauen, oder? So leid es mir tut für das Schiff. Das heißt, wir müssen einmal ein Cargo erwählen. Hier, das ist hier das hier, den nehme ich hier. Ich werde dich, Cargo Container. Large Cargo Container, du bist meine Rettung.
Denn da packen wir jetzt mehr oder weniger das Schiff teilweise rein. So. Den Oxygen, leider muss ich den abreißen. Tut mir zwar sehr leid, aber nun gut. Ich hoffe, das geht jetzt gut, was ich hier vorhabe. So, das packen wir alles hier rein. Warum ich das hier reinpacke, wenn mein Inventar voll ist, dann schmeißt ihr das einfach aus der Tasche raus und dann fliegt das überall rum. Wenn ich zu viel aufsammle, das ist dann natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Batterie leider auch weg. Leider muss die Batterie weg. Der hat uns gut für die Dienste geleistet, aber leider muss sie weg. Wir werden das ganze Schiff umbauen. Hier ist übrigens Scrap Metal. Das ist das, was rauskommt, wenn man diese Batterieteile abbaut. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Cell, irgendwas mit Cell. Energy Cell, irgendwie so. Gucken, wie die Dinger heißen. Das muss ich euch unbedingt mal sagen. Die heißen Power Cell. So, den Antrieb bauen wir auch ab. Solange wir jetzt nicht dagegen hauen gegen das Schiff, wird auch nichts passieren. Eine Kleinigkeit mache ich jetzt nochmal, weil das mir auf die Nerven geht. Wir bauen uns einen besseren Grinder, den haben wir uns verdient, oder? Den haben wir uns auf jeden Fall verdient. Der Grinder, den haben wir nämlich hier, T2. Das ist der hier, oder T1, je nachdem. Mal die Steel Plates nach weg. So. Missing Items? Was fehlt denn? Eigentlich müssen wir alles haben. Jawohl, da ist er. So. Und dann bauen wir nochmal ein paar. Und dann haben wir nämlich einen schnelleren Grinder. So, den packen wir einfach mal in den Assembler. Den können wir übrigens auch disassemblen. Das heißt, wir können die Materialien, die wir dafür ausgegeben haben, für den haben wir jetzt zwar nichts ausgegeben, aber kann man dann Rohmaterialien rausgewinnen. Das ist auch sehr cool. Wenn man vor allen Dingen ein altes Schiff findet oder so, oder ein Schiff überfällt hier, da hinten ist zum Beispiel eins. Na, wo ist es denn? Ach, ist schon weg. Okay, habe ich vorhin gesehen. Da war ein Schiff. Wenn wir das, ja, uns schnappen, dann müssen wir nicht unbedingt das weiterfahren. Wir können das einfach auseinandernehmen. Und dann die Teile für uns verwenden. Das ist auch sehr cool. So, jetzt müssen wir mal bei den Weapons, nee, Character Tools gucken. Das ist das Ding hier. Und der geht, ist jetzt silbern und der geht jetzt richtig ab wahrscheinlich. Es gibt noch T3 und T4, glaube ich, Elite heißt das Ding. Und der müsste jetzt sehr, sehr schnell abbauen. Okay, instant. Ja gut, schneller brauchen wir dann auch nicht. Natürlich ein bisschen aufpassen, dass man da nicht das Falsche absägt, ne? Unsere Container oder so absägen. So, den muss ich einmal leer machen. Ups, jetzt habe ich auch meine Säge rausgepackt. Sehr gut. Hast du super gemacht. Wie viele Steelplates eigentlich reinpassen. 1200, das ist echt schon eine Menge, oder? Und dann noch einmal. So. Dann haben wir alles in dem Container drin. Dann können wir das Ding absägen, nämlich hier. Zack, ist es weg. Den können wir auch absägen, brauchen wir nicht. Oxygen Tank ist eh sowas, was ich wahrscheinlich eher nicht brauchen werde. Hier haben wir Oxygen Generator. Jetzt ist die Frage, sollen wir in der Mitte, sollen wir da unser Cargo-System bauen? Nee, ich mache das so, dass wir hier haben wir einen Generator. Und dann mache ich das erstmal ab, diesen Speaker hier. Komm, Speaker. So. Und dann machen wir das, glaube ich, so, dass wir den Generator hier lassen. Und dann machen wir da unseren Hydrogen Tank, war das genau, Hydrogen. Nicht Oxygen Tank, Hydrogen Tank, das ist er. Der ist nämlich größer. Und der kommt dann so dran. Und ich würde sagen, wir machen direkt mal zwei. Das ist quasi die Basis unseres Schiffes.
Brauchen wir noch ein paar Computer. Ach, lad das YouTube-Bild noch. Haben wir nicht genug? Okay. Na gut. Fehlen uns noch ein paar, die hole ich mal eben. Müssten wir eigentlich noch genug haben und... Wow! Was war das? Hat etwas auf uns geschossen? Okay. Meteoriteneinschlag wahrscheinlich. Das gibt's auch in dem Game. Naja, ich höre gerade, ob da nicht noch irgendwas ist. Nee, ich glaube nicht. So, das haben wir schon mal. Hydrogen Tank, komm, machen wir einfach mal einen dran. Oxygen Tank. Das können wir uns ja erlauben. Was ist ein Oxygen Farm? Kenne ich auch noch nicht. Mach einen kleinen Oxygen Tank, das reicht ja. Kommt dann quasi als Abschluss dran. Fehlt noch ein bisschen Small Steel Tube. Ich hole mal noch ein paar Sachen davon hier. Weil, ja, die legen ja eh nur rum. Powercell nehme ich auch mal ein paar noch mit. Ich glaube, wir haben nämlich noch ein paar, die wir brauchen. So, hier erstmal dran. Fertig ist es. Und jetzt haben wir unseren Generator. Das ist einer. Der produziert natürlich jetzt nicht krass schnell. Aber zumindest ausreichend, dass wir die Tanks hier füllen. Das ist quasi die Basis unseres Raumschiffes. Und ich würde sagen... Wir bauen... Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt wieder hier gilt als Durchlass für die Tanks. Für die Hydrogen Tanks. Ob das hier jetzt auch als Durchlass gilt. Probieren wir einfach mal aus, oder? Das ist auch so eine Sache, die ich noch gerne wissen möchte. Das haben wir jetzt fertig. Was wir jetzt noch brauchen, ist auf jeden Fall ja die Antriebe. Bevor wir das machen, baue ich jetzt hier erstmal noch eine Plattform oder so drauf. Eine Abgrenzung. Schon zu groß. Das reicht ja schon. So. Und hier irgendwie bauen wir die Cargo-Container rein. Wir können auch, wir haben ja zwar die großen hier, aber es gibt auch die kleinen. Ich weiß nur nicht, wie viel da reinpasst. Es wäre vielleicht auch clever, die hier dran zu hängen irgendwie, ne? Da haben wir uns eine Menge Arbeit gespart. Nur müssen wir da gucken, dass wir da mit den Connectoren hinkommen. Mit dem Connector. Ich überlege gerade. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen hier einen großen Cargo. Ich denke mal, so viel werde ich gar nicht brauchen. Einen großen Cargo in der Mitte. Da ist er. Und da brauchen wir Interior Plate für. Haben wir auch. Mache ich wieder weg hier. Das ist blöd. So, da fliegt's weg. Tschüss, Teil. Auf Wiedersehen. Du warst so nutzlos. Ist das mittig? Ah, jetzt fliegt das Teil da rein, ne? Jetzt müssen wir warten, bis es weg ist. Es macht nur Stress, das Ding, was ich gebaut habe. So. Da sitzt es jetzt drauf. Wie ein fetter Frosch. So. Und dann können wir langsam das Ding erstmal abreißen hier. Das nervt mich nämlich schon. Na. Falsche Richtung. So, da haben wir das schon mal. Und dann... Gucken wir, dass wir das noch fertig kriegen hier. Das muss alles raus, ne? Das ist echt eine Menge.
Dann können wir das Ding hier abreißen. Ich glaube, kann ich das hier? Ne, es geht. Das geht leider nicht. Macht aber nichts. Einfach rein damit. Ups, meine Flasche. Bloß nicht, sonst sterbe ich. Ohne, dass ich das mitkriege. Nicht irgendwo hier am Basteln und dann geht's los, ne? Kein Sauerstoff mehr, was machst du denn dann? Sterben, richtig. So, schon wieder weggepackt. Ist es denn? Komm, so. So sieht's aus. Sieht natürlich hässlich aus, ne? Ist klar. Wie sollte es sonst auch aussehen? Ist ja von mir. Sieht nicht schön aus, ne? Aber, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. So. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Sieht schon mal nach etwas aus. Sieht schon ein bisschen professioneller aus als das, was wir vorher gebaut haben. Weil wir jetzt wissen, wie das funktioniert, ne? Und jetzt kann man das auch so ein bisschen fertig machen.